Kaschrock erblickt dich an aus seinen toten, steinen Augen und du meinst fast für einen Moment mal ein Lächeln auf seinem Gesicht zu sehen, als ja, die Runen über seinem Gesicht im Feuer nochmal ausbrechen und es flüssiges Gestein herunterregnet. Es tropft herunter auf den Altar und zischt und vergeht. War es das? Nein. Ich habe euch beschrieben, was gerade passiert. Ich schaue mal in die Opferschale rein, wenn das da erloschen ist. Da liegen eure Opfergaben leicht angesenkt und es tropft gerade, als du dort reinguckst, ein weiterer Tropfen flüssigen Gesteins herunter, landet knapp von deinem Fuß entfernt. Vielleicht ist das flüssige Gestein ja die sogenannte Zwergenseide. Ich habe sowas noch nie gesehen. Greif das einfach. Du greifst was? Das flüssige Gestein. Ja, 1W6 Feuerschaden. 6 reduzieren wir um 2, sind wir noch bei 4. Das tut weh. Au! Es ist definitiv nicht die Zwergenseide. Oh, meine Güte, was ist denn das hier? Jadeeisen, Metall oder Mythos von Helga Grobstein. Und wo ist die? Kann ich eins der Bücher da hineinwerfen? Das ist vermutlich keine gute Idee. Es muss doch irgendetwas ausgelöst haben. Ich meine, jetzt ist es doch... Wir haben ihn doch soweit gehabt, oder nicht? Ein weiterer Tropfen flüssigen Gesteins tropft herunter vom Schriftzug und landet auf dem Altar. Wird das mehr, die Frequenz? Das bleibt durchgehend konstant. Vielleicht ist Karaschok auch ein von einem Mieterverräter und wir haben das ganze Schauspiel hier umsonst betrieben. Vielleicht müssen wir irgendwas drunter halten und das sammeln und das irgendwo reintun. Ja, hab ich auch schon überlegt. Vielleicht ist auch ist das irgendwas wie beim oben. Schmied? Vielleicht ist auch irgendwas oben passiert, aber... Pang mal so ein wenig davon mit dem Becher auf. Du benutzt den Stahlkelch, um das flüssige Gestein aufzufangen und merkst, dass dieser Stahlkelch gut gearbeitet wurde, schön dick, doppelwandig. Deine Hand wird warm, aber du verbrennst dich damit nicht. Und sammelst flüssiges Gestein, das, wenn du in den Becher reinguckst, auch flüssig bleibt. Ich gehe mal ein paar Schritte, auch sagen wir 2-3 Meter aus der Tür hinaus, wieder zurück. Wenn du dich vom Altar entfernst, merkst du, verschwindet die Flüssigkeit aus dem Becher. Wir müssen also irgendwas hier damit machen. Trinken? In dir muss brennen. Ist jetzt trinken, wenn ich so tot. Ich überlege, also nochmal okay, bitte eine Raumbeschreibung. Das ist eine Bibliothek. Ja, ihr habt hier einen Altar, ihr habt nebenan einen Klassenraum mit Schülerbänken und Lehrerpulten. Und ihr habt überall Bücher und ihr habt den Geheimgang, durch den ihr reingekommen seid. Das war's im Grunde. Und das tropft in Richtung des Altars, der Stein, ja. Also von richtig. Oben herunter. Vom Schriftzug auf den Altar. Weißt du was? Ich mach das. Und wenn's mich umbringt, ich möchte vorher einen Schutz vor Feuer wirken. Wäre gelungen. Ich fange ein wenig auf. Du wirkst einen Schutzzauber, aber du weißt halt auch, dass er nicht deine Innereien schützt. Ja, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wenn es mich umbringt, schleift mich hier raus. Und nehme ich eine sehr kleine Masse. Ich möchte das ein wenig Schnaps dabei gießen, gucken, wie das reagiert. Ja, der Schnaps verdampft quasi instant und ist weg. Und das Material bleibt heiß? Ja. Das scheint kein normales Lavagestein zu sein. Irgendwas ist damit komisch. Ich möchte es weiter im Schnaps ertrinken.
Ja, der Schnaps verdampft, da bleibt nichts übrig, das Zeug ist echt heiß. Ich nehme jetzt diesen Kelch von Yamir und ich selber sehe dieses magische Buch, sehe ich ja gar nicht, ne? Das hatte ja nur Yamir gesehen. Richtig? Magisches Buch hier, das hier war das magische. Schriftzug. Nee, war doch noch dieses. Ach so, okay. Ich dachte, es gäbe noch ein göttliches Buch. Ja, es gab hier ein Buch, Beseelte Waffen, der Handwerker der Götter von Dan Silberbach. Das hatte Bodochorn dort in der Hand, hat es da, glaube ich, abgelegt. Du bist dir nicht mehr sicher, welches es war. Konnte man das denn identifizieren? Also kann ich das identifizieren oder konnte das nur Yamir? Du kannst nicht lesen, oder? Nee. Also. Ja, dann soll er mal trinken. Oh, ich hab richtig Schiss, ich will nicht. Hau rein. Ich kann nicht! Ja, Yamir steht da, das Ding in der Hand, als würde er gerade einen Schlaganfall erleiden und tut einfach mal gar nichts. Im Notfall gehe ich hin und versuche, das Ding einzuflößen. Wem? Nasauk oder Yamir? Was versucht es bei mir? Ich habe eh nichts mehr zu verlieren. Du, dann du siehst von außen ja schon schrecklich genug, wenn du verbrannt bist. Ach, ist doch nichts zu verlieren, oder? Aus dem Feuer bin ich gekommen, zum Feuer soll ich gehen. Prost! Und weg damit. Ja, du setzt an und spürst, wie die glühende Flüssigkeit deine Kehle herunterrinnt und... Wow, ist das starker Zwergenschnaps. Der brennt. Der brennt richtig. Oh, also was Gutes hast du schon lange nicht mehr getrunken. Ich bin noch am Leben. Tja, du siehst ein Lächeln auf Kaschrocks steinerner Miene und ja, als du den Becher herunterstürzt, siehst du auch, dass unweit von Bodo etwas in Flammen aufgeht. Ich stürze mal zu Yamir, nehme ihm den Kelch weg, mach den voll und möchte dann zu Nasauk, um den damit zu tränken. Jetzt stirbt er doch noch. Mir egal. Ich mach das jetzt. Was brennt denn da? Das ist ein Buch. Rala, du kommst bei Nasauk an mit einem Kelch voller Lava. Ja. Einfließen. Ja. Nasauk ist relativ bewusstlos und würde sich nicht wehren. Und ja, so, jetzt kurzer machst... Blick auf die anderen, wenn keiner widerspricht, zack, runter damit. Ja, irgendwie ist der Becher leer, als du ihn zu weit vom Altar wegträgst. Nein! Dann schleife ich Nasauk zum Altar näher ran und sobald der Becher wieder voll ist, oder ich mache ihn nochmal voll, und dann versuche ich das nochmal. Ja, möchte mal das Buch ergreifen. Bester Schnaps. Du greifst ja das Buch und Bodo guckt dir über die Schulter. Das hat gerade gebrannt, oder? Brennt's nicht immer noch? Ja, du siehst, wie das Feuer langsam nachlässt und glühende Linien über den Schriftzug laufen. Feinmechanik in der Schmiede von Ethel Wintersturm, übersetzt Bodo. Ist es das, Bodo? Lass uns nachsehen. Schlagt es auf. Schlagen wir es mal auf. Schauen wir mal rein. Ja, du schlägst es auf und siehst, dass die Seiten leer sind, aber dass jetzt, wo das Buch anfängt, Feuer zu fangen, auch hier leichte goldene Linien über die Seiten verlaufen und ja, es ist Runen bilden und bilden Skizzen und weitere Runen. Du guckst sich das an. Das ist ja interessant. Das ist vom Webstuhl. Ein Webstuhl mit Draht und da wird er gewalzt und gesplittet und verbogen und oh,
Zwergenseide wird gewoben. Och. Das ist tatsächlich das ist das richtige Buch. Bei Kaschrock. Geschneiderte Kettenhemden. Genial. Ach, Oma, könntest du das doch nur erleben. Ach, ich danke. Danke. Danke euch allen. Ohne eure Hilfe wäre ich nie so weit gekommen. Ja, dann schnappe ich mir jetzt Nasaug, packe ihn wieder und nickt den anderen zu. Wir müssen hier heraus. Direkt durch den Durchbruch hier. Los. Also hat das nichts gebracht, was ich ihm eingeflößt habe? Außer dass er jetzt innerlich mit Schnaps angewendet wurde. Nein. Gut. Ja, ihr hattet gesagt, ihr wollt den Rückzug antreten. Ja, Bodo guckt, es ist schwer. Und verfrachtet das Buch über Zwergenseide in seinen Rucksack. Ich wünschte, ich könnte noch so viele davon mitnehmen, aber die sind wirklich schwer. Komm halt wieder. Du weißt ja, wie man jetzt an dem Wächter vorbeikommt. Richtig, richtig. Wir kommen wieder, auf jeden Fall. Ja, und tretet den Rückzug an. Ja, ich habe mir wieder Nasaug auf die Schultern genommen, beziehungsweise in meine beiden Arme, und dann geht's los. Ab nach oben durch den durchgebrochenen Gang, wo auch immer der hinführt. Nasaug, du fühlst dich etwas besser. Nicht gut, immer noch schwer verwundet, aber etwas besser. Wie äußert sich das? Werd ich wieder wach? Du wirst wieder wach. Habt ihr es geschafft? Wir haben es geschafft. Du bekommst deine Lunare, Freund. Du behältst dein Leben, Freund. Da stand diese Geschichte Debatte. Diese Geschichte ist es wert, meinem Rudel zu erzählen. Ich danke euch. Also gut, der Weg ist noch weit. Wir müssen zurück an die Oberfläche. Ja, nach ungefähr einer Stunde merkt ihr, dass es eigentlich langsam wieder schlecht um Nasaug stehen sollte, und ja, ihr trefft vielleicht schon Vorbereitungen, den Zauber auf ihn zu wirken, aber nee, scheint alles in Ordnung mit ihm im Moment zu sein. Verwundet, aber transportfähig, und ja, so kommt ihr schließlich beim Golem an, der immer noch still auf der Insel steht. Ich gehe hin. Du einen Schritt über den Schutzkreis. Der Golem blickt in deine Richtung und... Der Schock hilft mir. Das sollte jetzt besser funktionieren. Kaschrock hat dir bereits seine Gunst erwiesen. Er scheint nicht bereit zu sein, das ein zweites Mal zu tun. Ja, aber du kannst den Fuß gerne rechtzeitig wieder zurückziehen. Dann wird besser in der Rückzug angetreten. Der Golem startet in der Bewegung und sucht wieder die Mitte der Insel auf, um erneut regungslos zu warten. Ja, ey, wie kommen wir denn jetzt nun hier raus? Die Geister haben auch niemanden angegriffen von uns, oder? Die Geister haben nicht groß mit euch interagiert. Der Golem hatte ja auch nicht reagiert, als Nasaug dann im Wasser war. Richtig. Schleifen mich nochmal durch das nasse Kalt dort unten. Ihr mir, auch wenn es euch schwerfällt, ich denke, ihr müsst eure Füße wieder nass machen. Was genau soll uns das helfen? Wir können natürlich versuchen, ihn zu umgehen, aber dann können wir noch einen Zauber wirken. Sag mal, kannst du uns hier irgendwie vorbeibringen? Mit vielleicht sowas wie einer Luftbrücke oder sowas? Das kann ich, aber dafür muss ich erst ein wenig Atem sammeln.
Ihr könnt gerne eine Verschnaufspause einlegen. Und ich werde aufgrund, da ihr den Rückweg angetreten habt, jetzt diesen Wolkenpfad auch jetzt nicht groß widersprechen. Ich kann euch gerne um den Golem rumtricksen auf dem Rückweg. Und ja, kommt dann wieder zum Riss, kommt dann wieder zur Rattlingshöhle, wo ja, gerade irgendwann früh morgens ist und so ein bisschen Bewegung in die Wirtschaft kommen. Die ersten Jäger und Sammler brechen auf. Gut, ja, dann Nasorg ablegen und die Rattlingsdame darum bitten, dass der Spinnenkrieger wieder geheilt wird. Oh. Oh, das sieht übel aus. Übel, übel. Nicht gut. Sehr, sehr, sehr schwer verletzt. Du musst ihn nur stabilisieren, dass er den Rückweg schafft. Ja, zurück nach Eisenbahn. Ja, ich brauche Kaltwurz. Ich brauche Frühlingsblumen. Also gut, Rala, Jamir, ihr wisst, was zu tun ist. Ausführung. Natürlich. Bodo, wollt ihr uns doch wohl begleiten? Er ist viel zu langsam. Lass den fetten Zwerg hier, lauf los. Exakt, ich lauf auch los. Bari an meiner Seite und los geht's. Und dann verlaufe ich alleine, wenn Jamir gern mit dem dicken Zwerg laufen will. Dann geht's halt los. Lass uns Naturrunde. Gegen die 24, bitte, von beiden. 1, 2, Risiko. Ja. So. Du findest Friedensblume. Ich finde gar nichts. Ich habe vorhin schon genug gefunden. Ja, du findest gerade nichts. Du kommst mit deiner Friedensblume an. Eins ist gut, zwei ist besser. Wo ist andere? Keine Ahnung, wir haben uns aufgeteilt. Wir warten, oder? Ich gehe ja nochmal. Nasau kräuspert sich nochmal. Ihr müsst auf die orangene Farbe der Blüten achten. Dann sind sie frisch. Ja, du darfst gerne mal unterstützen. Naturkunde gegen die 19. Kann ich dann auch nochmal würfeln? Ja, ihr dürft dann beide gerne nochmal eine zweite Probe machen. Mhm. Zeit ist jetzt gerade noch da. Aber lasst erstmal die Nase auch unterstützen. Splitterpunkt, den letzten. Ja, das gibt dann plus 1 für euch beide. Auf eure Naturkunde gegen die 24. Komm, ich habe heute noch nicht genug Risikowürfel geschoben. Mal gucken, was bist du denn für einer? Da haben wir einmal einen Erfolg und ein verheerendes Misslungen. Du denkst, du hast richtig Kraut, aber schon kurz dann, nachdem du deine Hand reinlegst, merkst du, dass du Feuerwurz erwischt hast. Au, 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 au. Dann lassen wir mal das Gift würfeln. Was machst du denn da? Das hier brauchen wir doch. Er hat doch gesagt, orangene Blütenblätter. Das ist aber nicht das Richtige. Guck mal, wie rot deine Hand aussieht. Oh, das ist nicht gut. Eine Zähigkeit gegen die 21, bitte. Oh, das schaffe ich nicht. Weißt du was? Machen wir noch einen Risikowurf. Ja, also außer dass deine Hand gerade brennt und du 1d6 Betäubungsschaden kriegst, passiert nicht viel. Ja, ihr kommt mit den Kräutern bei Grilka wieder an, die bereits angefangen hat, mit ihren fiesen Krallen an dir rumzuzupfen und zu zerren. Das fühlt sich nicht besonders zärtlich an, was sie mit dir tut. Ah, Kräuter, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Her damit, her damit. Ah, ist viel verletzt, entzündet sich, in Säfte im Körper, austreten aus ihren Gefäßen. Müssen Kräuter reinpacken, damit die Entzündung weggeht. So,
jetzt. Ja, Nasauk, du darfst entscheiden, soll die Dame einen Risikowurf machen oder einen Standardwurf, um dich Risiko. Zu behandeln. Risiko! Ich war auch kurz vor Risiko, ich glaube, ich bleibe bei Risiko. Ich habe dich nicht so lange zusammengeflickt, jetzt geh aufs Ganze und mach normal. Das ist ja nicht aufs Ganze gehen. Ich überlege gerade, wie sie so drauf ist. Jo, kleine Rattlingsfrau, hau rein. Gib ihm ordentlich Risikowurf. Sage ich doch. Nicht lange zögern, sondern ordentlich Hand anlegen. Ja, und sie greift diese Masse und steckt ihr dreckige Kralle tief in deinen Leib hinein, um die Säfte zu bekämpfen. Gar nicht lang gefackelt. Wühlt in den Gedärmen herum. Ja. Du hast den Zustand Stern 2. Das bedeutet, dass sie eine Heilkunde gegen 22 schaffen muss. Das kriegt sie hin. Sie ist eine vernünftige Heilerin, sie ist solide und sie hat gerade zwei wirklich nützliche Kräuter bekommen. Und sie mag uns. Ihr beide plus 2 geben. Also sie mag uns und sie mag Nasauk, weil er die Spinne bekämpft hat. Ich glaub, das ja, das tut sie, deshalb gibt sie sich auch extra Mühe, aber das ändert nichts an den Gegebenheiten. Es ist hier in der Radlingshöhle nicht wirklich hygienisch. Da müssen wir dann noch irgendwie ganz kleinen Malus aufgeben. Aber dann versucht sie, und du willst einen Risikowurf, du bist dir sicher? Ja, alles andere ist ja langweilig. Wenn er wirklich richtig steht. Das sieht gut aus. So, jetzt habe ich als Rala geworfen, nicht als Kölkner, aber ja. Das sieht gut aus. Du ja, musst natürlich auch schon, wirst wieder bewusstlos, als die Dame da an dir rumfährt. Und ihr seht dann, wie sie den bewusstlosen Kameraden langsam zunäht. Ich schon oft Leben gerettet. Das diesmal nicht anders. Aber er ist sehr schwach. Er braucht Zeit. Ihr lasst ihm Zeit. Die Zeit soll er bekommen, solange du uns versprechen kannst, dass er es geschafft hat. Doch. Wenn er die Nacht überlebt, hat er geschafft. Gut. Falls ihr noch Hilfe braucht, dann sagt ihr Bescheid. Ihr genug geholfen. Ihr ruhen aus. Gut. Ja. Jetzt seid ihr gerade draußen in der Rattlingshöhle und dürft gerne alle den einen Tag ausruhen. Also alle eine Ruhephase einlegen. Und ich denke, dass ihr auch dann bei einem mit der Nacht nicht losdüst. Und da man zwei Ruhephasen pro Tag machen darf, dürft ihr, was wahrscheinlich nicht notwendig sein wird, auch direkt eine weitere Ruhephase einlegen. Entschuldigung, wie sieht das denn aus bei Wert für Stärke, Wert für für Konstitution, wenn du mich das fragst? So eine Abfrage hatte ich bisher noch nicht. Bist du impersonated? Ach so, genau, das ist das Ding. Ich sollte auf der neuen Karte wieder impersonate. Ja. Das ist es. Ich möchte mir, wenn wir sowieso Zeit haben, mir vom Bodo mal was über seinen Gott erzählen lassen. Ja, der erzählte, dass Kashrok halt der Gott der Schmiede ist, ein begnadeter Handwerker. Ja, fängt an, Geschichten zu erzählen, unter anderem halt nochmal das Märchen von der Zwergenseide. Und ja, erzählt ihr halt so ein bisschen Allgemeines. Über in Kriegszeiten wird er sehr, sehr häufig benutzt, ansonsten Friedenszeiten ist er halt nur in der Schmiede und in Kriegszeiten dann auch immer in der Schlacht. Ja, und dass man Feuer im Vorband gerne in Kaschrocksen haben zündet. Das wär's.
Ja, der nächste Morgen, er bricht an und ihr alle seid mehr oder weniger ausgeruht. Klar, so schnell steckt man eine schwere Verletzung nicht weg, aber der Wag scheint zäh und ihr werdet vermutlich einen Rückweg antreten können. Gut. Ja, dann würde ich uns gemeinsam, die Führung dann wieder an Ralos Hände legen, wenn Nasuk das nicht kann, und kümmere mich dann so ein bisschen, dass alle zusammenbleiben, dass Bodo auch nicht verloren geht, weil er unterwegs irgendwie lesen muss. Und nee, so er muss unterwegs nicht lesen. Ja, ihr seid auf dem Rückweg, Bodo schnappt sich immer mal wieder zwischendurch dieses Buch, blättert was nach, aber steckt es dann auch wieder weg. Und macht sich Gedanken, Nasauk, dir geht's nicht gut, aber kannst humpeln, es geht schon. Muss halt, ne? Nasauk würde auch neugierig fragen, was während seiner Bewusstlosigkeit geschehen ist und wie es seinen drei Kumpanen gelungen ist, dieses Rätsel zu lösen. Er erinnert sich, nur noch an irgendwas Kaltes, Nasses, und dann war alles ja verschwommen. Alas schweigt dazu eher. Es scheint ja ein bisschen peinlich gewesen zu sein, was da passiert ist. Sie wird dann eher rot und soweit man so den Fall erkennen kann, und läuft dann auch vor, als hätte sie etwas ganz Wichtiges im Weg auszukundschaften. Ja, das zu finden ist jetzt nicht das Problem. Ihr seid ja hingekommen, findet zurück. Ihr habt jetzt die Truhe zurückgelassen, wenn ich mich recht erinnere. Richtig. Wir kommen ja wieder. Und ja, dann können wir uns die letzte Szene noch sparen. Ihr seht dann nach einer weiteren Woche Eisenbahn schon am Horizont. Erst die Staub- und Rauchwolken und dann die Stadt selbst. Ja, ihr marschiert mit Bodo zusammen durch das Tor, und wo da ihr mittlerweile auch 7 Tage Rast einlegen konntet, auch erhobenen Hauptes direkt hinterher in den Furbaum-Tempel, wo Bodo den sehr verdutzten Priestern euren Fund präsentiert. Die Nachricht macht relativ schnell die Runde, und bald schon stehen hunderte Zwerge auf dem Tempelplatz, um einen Blick auf euch zu werfen. Und in den nächsten Tagen wird eure Lehre auch auf eine Art Probe gestellt, denn jeder Einwohner des Viertels will die Geschichte hören, wie ihr Riesenspinnen und Felsmonster getrotzt habt. Und was wäre schon eine gute Geschichte ohne einen Krugzwergen hier? So sieht's aus.